Servus miteinander. Da sind wir. Ich habe mir eine neue Ausrüstung gegönnt, wie man sieht. Die vom, wie heißt der? Gaius. Ja, die ist zwar etwas, würde ich sagen, schwächer als das andere, ne? Aber der Löwenkopf regt mich langsam auf. Wirklich, der nervt mich wie die Sau. Der nimmt zu viel Platz weg. Und ja, ich hoffe, dass es so jetzt auch funktioniert, ohne dass ich jetzt weniger Schaden habe oder sowas. Und den Brustpanzer, die hat etwas weniger Gewicht als die Einsamkeitrüstung, hat aber dafür etwas mehr Resistenzen gegen Schnitt, Stich, magisch und so weiter. Und ja, deshalb habe ich mich jetzt für diese Rüstung entschieden. Ich finde die recht cool. Weniger Gleichgewicht zwar, aber ein bisschen weniger Gewicht haben wir dafür auch. Und sie sieht stylisch aus. Und können wir... Nein, können wir nicht. Fuck. Ab wann könnte ich denn das machen? Wenn ich jetzt das da mache. Mich das jetzt aufsetze. Kann ich dann das Schild nehmen? Tatsächlich, dann kann ich das Schild nehmen. Krass. Und das wäre halt schon krass, ne, das Schild. Das ist volle Brecher. Das Ding hat halt übelst die Attribute. Hier, Feuer, also wenn man sich mal anschaut, ne? Feuer allein schon deutlich bessere Resistenz. Dann Blitz, heilig brutal, Abwehrbonus. Also das ist irre, was das hier mit einem macht. Wie viel Rüstung dieses Schild bringt. Aber dafür kann ich kein Talent einsetzen. Das ist auch wieder der Scheiß, ne? Ja, naja. Eigentlich da, wenn ich das jetzt nehme, kann ich da dann das Talent rausnehmen. Nee, kann ich nicht. Naja. Boah, das sieht schon sehr tankig aus. Ja. Aber jetzt haben wir leider das Problem, dass wir dann praktisch unseren Move nicht mehr machen können. Und das ist schlecht. Wenn ich das so mache, dann macht er das da. Und das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir leider wieder umswitchen. Hilft uns alles nichts. Taum ziehen wir wieder auf vom Gaius. Weil die cool ausschaut. Und Ding nochmal vom Gaius. Und Schild, dann mal wieder unseres nehmen. So. Jetzt schaut das gut aus. Die Rüstung ist halt auch krass, ne? Die hat halt ein übelstes Gleichgewicht und Feuerresistenz. Naja, egal. Aber sie sieht nicht so stylisch aus. Gaius Beinschutz. Aus schwarzem Eisen, der für Kümmer Gas gehört. Ein fieser Scherz, da er sie nicht tragen konnte. Er ritt auf dem Eber, den er seine zweite Hälfte nannte, den Gaius war ein Krieger Alibarisches, Alb-Inaurischen Ursprungs. Mhm. Ja, wie schaut das aus mit dem zusammen?
Ja, mei. Aber die anderen sind halt deutlich besser, gell? Ja, nee, da darf man nicht umeinander diskutieren. So machen wir das, Freunde, in der Nacht. So, warum? Das ist gut. So, jetzt bevor ich da vorgehe, geradeaus, möchte ich nochmal in die Ruinen rein. Und zwar ins Loch. Was? Trockenblatt, Wirbelwind. Aha. Irgendwo hier muss die Lücke sein. Irgendwo war hier dieses Loch in der Mauer. Da unten. So, da müssen wir uns aber umschauen, ne? Da sind wir nämlich durchgeritten. Okay. Aufpassen, weil irgendwo war dieser wirbelnde Spasti. Oh. Alter, wie wär's, wenn jetzt mal verpisst? Leid ich mit auf. Jetzt geh du blöde Wichserler. Du bist ja wohl echt die größte Missgeburt hier überhaupt. Ja, Spaß. So, wie komme ich da hoch? Was? Vorsicht vor rechts. So, irgendwo ist hier der Dude. Da ist Ninja Turtle da oben.
Sag mal, dein Scheiß ernst? Na, wo sind's, na? Da sind's. Alle. Okay. Feiner irgendwas Schwuchtel-Talisman. Da. Verbessert Schritte zurück, erhöht aber den erlittenen Schaden. Hä? Verbessert Schritte zurück, erhöht aber den erlittenen Schaden. Was zum Fick? Keine Ahnung, was das sein soll. Schritte zurück. Das ist dieses Wegspringen oder was? Falls ja, ist das mega lame, die Fähigkeit. Mega lame. So. Wir haben hier. Was nehmen wir da? Wir müssen mal Waffe wechseln, ey. Das ist langsam langweilig. Magisch, voll noch Frost und Bluten. Eigentlich ist es blöd, ne? Weil das ist echt die beste Waffe, die ich habe. Sie macht mich Abwehr, Schadensresistenz gegen Feuer und gegen Blitz extrem. Müssten wir mal gegen Messmer nehmen, aber da wird bei Feuer nicht wirklich hilfreich sein gegen den. Das Ding macht halt Schaden, das ist irre.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, ich habe jetzt 1400 Schaden. Das hat mich schon mal interessiert, wenn ich den Löwenkopf aufziehe, wie viel das dann ausmacht. Naja, fast gar nichts. So, aber... Was macht denn das eigentlich aus, wenn ich den jetzt drauf habe? Gegen was gibt der nochmal? LP, Ausdauer und maximales Ausrüstungsgewicht. Naja. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Genau. Macht das Ding 1400. Und wenn ich jetzt mal schaue, mein Katana, die macht auf jeden Fall nicht mehr Schaden. Genau, in der gleich. Aber mein Katana, das zwiebelt mal ganz anders daher. 1500, das macht 100 Schadenspunkte mehr. Komm, nimm das Katana. Damit wir sagen können, es hat sich rendiert. Und was macht das Teil da? Das Drachenschwert? Ja, nicht so viel. Also, nehmen wir unser Katana. So, let's go. Jetzt gehen wir hier weiter. Bin ich hier richtig gegangen? Nee. Links muss ich gehen. Wo ist er, der Johnny? Eins habe ich nicht verstanden. Diese Nachricht hier. Erstens hoch. Abkürzung. Was meinen die damit? Starker Feind voraus, na dann. Die Schnecken waren auf jeden Fall vorne noch nicht da.
Reichweite hat das Ding schon krass, ne? Schauen wir erstmal da hoch, was da los ist. War ich doch schon. Gehen wir mal durchs Loch. So, hier ist irgendwo so ein Breakdancer noch, oder? Da ist er. Aha. Die Klinge hätte ich eigentlich töten sollen. Ja, ich wollte gerade sagen. Wo ist er jetzt gestorben? Akute Unlust oder was?
So, jetzt holen wir uns diesen tollen Rittersmann hier. Und fragen ihn mal, wie es so geht. Schauen wir mal, ob wir ihn überhaupt mit dem Katana schaffen. Ich glaube aber schon. Wir sind ja die Legende. So. So, komm her, du Fotze. Der Hammer, den will ich haben. Oh, das sieht echt übel aus. Uiuiuiui. Okay, Katana ist da keine gute Waffe. Hab ich rasiert. Ja, okay. Mit dem Katana war eine dumme Idee, dahin zu gehen. Jetzt gehe ich gleich mit dem Hammer dahin, mit meinem Morgenstern. Und dann ist das Thema durch. Kurzer Prozess mit dem Motherfucker. Was glaubt ihr denn? Hä? Was? Nicht Marikas Pfahl. Hier. Was glaubst du, mit wem du es zu tun hast? Fotze. Komm her, mein Freund. So, jetzt hat. Jetzt haben wir ein Hühnchenrupfen miteinander. Ja. So schaut's aus. Okay. Was bist denn du für ein Homo? Was zum Fick? Alter! Krasser Typ! Echt? Krasser Typ! Naja. Gar nicht mal so schlechtes Teil, ne? Durch diesen Helm strömt die Macht aus dem Schmelztiegel des Lebens, der schon bla bla, verstärkt Anrufungen für die Aspekte des Schmelztiegels bla. Sieht trotzdem scheiße aus. Aber die Waffe interessiert mich. Eine Glaubenswaffe wieder. Heiligschaden. Gigantische Waffe. Glaube 19. Wie viel Glaube habe ich aktuell? Oh mein. Das Thema hat sich erledigt.
So, jetzt wollen wir jetzt aber weitergehen. Portmunzen wir mal wieder hier hin. Wir brauchen nämlich volle Estus. Und dann legen wir hier los. Dann wird hier wieder Ärsch aufgerissen. So. Schauen wir nochmal dahinter, was da noch so Tolles gibt. Ja. Jetzt, wo der Dane mit seinem Hammer nicht mehr da ist, jetzt verteile ich wieder die Schellen. Ihr Fotzen. Ah, okay, der stand hier. Ja. Oder? Das ist doch der Weg hier. Hier gibt es zwei. Nee. Hier gibt es nicht noch einen Weg an, oder? Nee. Nope. Na dann. Head to the bridge. Oh, hier hinten ist ein... Ich reite mal an dem vorbei. Oh! Was zum Fick? Was? Was war das, bitteschön? Ich schwöre, wenn er mich jetzt nochmal abschießt und meine Seelen weg sind, dann raste ich richtig aus. Wo sind meine Seelen? Hier. Alter, war das Glück. Ich will nicht sterben. Oh, krasser Scheiß. Dude. Oh. Ich setze mich mal lieber hin. Dann wird er resettet. So, jetzt haben wir die Möglichkeit hier lang zu gehen. Wo eigentlich nichts großartig sein sollte. Vollversuchung. Ja.
sieht einladend aus. Nicht. Katana Power. Alter. Starker Feind voraus. Oh nee. Move ist halt schon geil, ne? So einmal komplett durchziehen. Das hat was. Dafür ist ein Katana halt gut, ne? Das macht halt mein Ding nicht so gut. Mein Haut drauf Kolben. So, was geht hier? Was wird hier gespielt? Oh shit. Schauen wir erstmal hier, was so gibt in Seiten. Fahrstuhl, okay. Wow, shit, da hat's mir jetzt gerissen. Leckt mich am Arsch. Boah, Herzinfarkt. Boah, leckt mich am Arsch, ey. Ich hab jetzt echt einen Schock gekriegt, ey. Ich dachte gerade, da steht ein Gegner hinter mir, ey. Boah, also mein Herz pumpert jetzt auf 180.000. So, also bevor wir auf jeden Fall Aufzug fahren, rasieren wir die da. Aber Leute, ich fühle mich trotzdem mit dem Katana nicht so ganz wohl. Geht hier so. Das ist der Ritt, der scheiß fette Riese da wahrscheinlich, oder? Mit Scharfschütze gemeint. Okay.
Wow, das war krass. Was? Okay. Alter. Huiuiuiui. Die hauen aber rein, hey. Boah, Respekt. Ich habe mich echt nochmal. Ich gehe auf Nummer sicher. Die machen Damage, hey. Huiuiui. Okay. Da geht's rein. Wasserfall. Und der Aufzug, ne? Das sind die zwei Wege. Okay. Also da geht es mal nicht lang, wir gehen jetzt einfach mal den normalen Weg. Aber mich interessiert, wo der Aufzug mich hinführt. Wo führt der Aufzug lang? Oh, hoch! Jetzt mit runtergerechnet. Oh, eine Abkürzung nennen die das, wenn da so ein Typ davor steht. Okay. Boah, was für ein Gemetzel. Das ist immer ein Kampf mit dir, ey. Hä? Vogel. Was gibt's jetzt hier? Also hier ist der Aufzug. Okay. Verstehe ich noch. Komm ich nur mit. Das gefällt mir nicht.
irgendwie komisch. Boah. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt unten weiter? Oder gehe ich da oben weiter? Kurz hier nochmal alles absuchen. Oh Scheiße. Der schießt von... Ja, der schießt von hier auf mich, der Huren. Da geht's auch noch weiter. Krass. Was ist jetzt hier? Boah, es sind so viele Wege. Jetzt müssen wir es mal anders machen. Ich will jetzt irgendeine Richtung jetzt mal abschließen können. So, wo geht's jetzt hier hin? Oh shit, Schalach! Lustig. Ach, gefickt dich. Ist jetzt hier wieder richtig widerlich. Danke Miyazaki. So, mal kurz. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht was hätte, um meine Scharlach... Hey, mal kurz. Das macht Scharlach weg. Oh Scheiße. Oh Gott, tot. Tot.
Boah, ist das krass, hey. 254.000 Seelen liegen darum, geil. Wow, jetzt muss ich aber ganz schön weit ein Stück fetzen. Ja, ein ganz schön weites Stück. So, Moment, bin gleich wieder Okay, jetzt heißt es absolut Geronimo. Voll durchbrettern. Bitte die Ritter nicht. Oh Scheiß, die Ritter sind auch da. Ich push komplett durch, mir scheißegal. Was? Fuck. Was? Hey, was war das jetzt für ein Scheiß? Nein, der hat sich eine unsichtbare Brücke rübergegeben. Und ich war zu blöd gerade. Ja, das war ich. Fuck. Scheiße. Ich wollte da hoch.
Scheiße, was ist denn da oben? Müssen wir mal runter, hilft nichts. Oh nein. Ich bin auch tot. Na super. Habe ich ja gut hingekriegt, ich Vollpfosten. Boah, hier ist so verwinkelt alles und alle. Oh, brutal. Jetzt ist meine Seele noch viel weiter weg. Oder? Oh Scheiße. Hä? Kristall versuchen. Fuck. So am Arsch. Das sind meine Seelen. Ich bin noch hier irgendwo gelandet, oder? Wo bin ich denn runtergeflogen? Ich muss da hoch. Alter.
Scheiße. Kurz heilen mit diesem Scheiß Gift. Tester? Nein, das war's nicht. Da. Wo sind meine Seelen? Da, irgendwo. Warum liegen sie da unten? So, Fakt ist, mir gefällt es eh überhaupt nicht. Deshalb nehme ich jetzt meine Seelen und verpiss mich. Fuck. Hier gefällt's mir nicht. Leckt mich, Leute, ich geh nach Hause. Leckt mich. Ich dachte, es da hinten wäre. Ich dachte, da hinten wäre schlimm. Aber das ist ja die absolute Härte da. So. Hier sind die Paritas-Männer, ne? Ein paar sind gut. Weißt du was? Nehmen wir mal den Weg hier. Nehmen wir mal den Weg.
Das ist mir echt runter. Da hat jemand was hingeschrieben. Also ist gar nicht mal so falsch. Muss nur den richtigen Winkel finden jetzt. So, zack. Mit dem Pferd gehe ich jetzt hier lieber nicht zu Werke. Habe ich ein bisschen zu viel Schiss. Aha. Geheimgang. Ach, mit dem Pferd. Das Pferd. Ja. Hat's gelohnt.
Talisman aller Schmelztiegel. Gewährt die Effekte aller Schmelztiegel-Talismane. Ja, was heißt das? Verringert erlittene Schaden durch kritische Treffer und Kopfschüsse und verbessert die Effektivität von Ausweichrollen und Schritten zurück, erhöht jedoch den Schaden in alle Situationen. Ach, so, das bringt doch gar nichts. Scheiße wieder. Wahnsinn, ey. Wo bin ich denn hier? Alter, dass das so verschachtelt ist hier, hätte ich niemals gedacht. Was geht jetzt da hinten? Okay. Das wäre der normale Weg gewesen. Verstehe. Da unten ist auf jeden Fall tot. Das ist alles wegen dem Talisman. Mehr nicht. So, jetzt gehen wir Aufzug. Dieses Pflaster gefällt mir gar nicht hier. Absolut ekelhaft. Scharlach, Gift, den ganzen Scheißdreck, wo kein Mensch braucht. So zum Fick bin ich jetzt schon wieder. Hä? Oh. Leuchtfeuer voraus. Dankeschön. Oh, endlich kann ich meine 200, wie viele Seelen? Ja. Ja, aber sowas von. Na? Passt. Und jetzt hat Abflug. So. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. War eine unangenehme Runde. Grässlich, aber bis zum nächsten Mal.